Willkommen, meine Freunde. Eine neue Folge Uninaki. Es ist wieder lange, 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 lange her. Ich glaube, jetzt fast eine Woche, seitdem ich aufnehmen konnte. Hat man, glaube ich, auch in der Episodenzahl gemerkt, die ich hochgeladen habe. Es geht leider im Moment nicht anders. Auch jetzt habe ich wieder nur wenig Zeit, aber wir nutzen diese Zeit und wir gehen weiter. Und ich hoffe, ich beherrsche das Spiel noch. Weiß nur noch, dass unser Charakter sehr cool aussah, aber ich glaube, vom Kampfstil hat sich nichts geändert. Einen Moment. hoppala. Etwas. Das war ein bisschen zu wild. Naja, egal. So. Ach, hier sind. Ist das wieder das Anfangsgebiet? Nee, das ist ein anderes Gebiet. Ich brauche deine Hilfe, lass mich rein. Blasse Greisin? Okay. Ich wollte dir keinen Schrecken einjagen. Ich werde nicht lange bleiben, bitte. Du musst mich reinlassen. Ich flehe dich an. Okay, hier entlang. Oh, ich glaube, ich hätte mein Fenster zumachen sollen. Es tut mir leid. Ich weiß, dass das sehr plötzlich kommt. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wenn das so ist, würde es dir etwas ausmachen, aus dem Fenster aus dem Fenster Ausschau zu halten. Es sieht so aus, als wären sie verschwunden. Also, verfolgen sie dich? Ah. Hier klingelt die ganze Zeit jemand mit dem Fahrrad rum. Ja, Danke. Aber ich weiß nicht warum. Ich weiß überhaupt nicht wirklich, was los ist. Dakara. Und deswegen bin ich hier. Ich brauche nur etwas Zeit, um alle Informationen zusammenzufügen. Sie dürfen mich nicht finden. Nicht jetzt. So. Wenn du das sagst. Es sieht so aus, als ob die Luft rein ist. Ich mache mich auf den Weg. Bitte entschuldige, dass ich dich belästigt habe. In deinem Zustand wirst du nicht weit kommen. Ruh dich erstmal aus. Die Musik ist gerade ein bisschen penetrant, muss ich sagen. Dann. Bisschen auch zu laut. Noch mehr Ärger kann ich dir nicht zumuten. Okay, schon funny. Es macht mir nichts aus. Bleib wenigstens so lange, bis deine Wunden verheilt sind. Komm, fall wieder hin. Sumanai. Vielen Dank, das ist sehr nett von dir.
Ich fühle mich viel besser, vielen Dank. Nee. Was wirst du von hier an tun? Sorewa. Ich bin mir nicht sicher. Im Moment will ich nur verborgen bleiben. Sorenara. Warum bleibst du dann nicht hier? Ja. Ich kann dich nicht noch mehr in die Sache hineinziehen, als ich es bereits getan habe. Ich sollte gehen. So. Wenn du darauf bestehst. Aber sie werden dich finden, wenn du gehst. Sorewa. Ich werde mir schon etwas einfallen lassen. Natürlich wirst du das. Du scheinst mir nicht gerade auf den Kopf gefallen zu sein. Nee. Also, warum hast du das getan? Warum hast du ihn getötet? Was? Er bedeutete uns so viel. Gib ihn sofort zurück. Was? Masaka. Du denkst also auch, dass ich der Nachtteufel bin. Stell dich nicht dumm, du Mörder. Du kannst dich nicht verstellen. Ja. Hör zu, es tut mir leid. Ich kann nicht zulassen, dass du mich für etwas tötest, an das ich mich nicht erinnere. Ich muss herausfinden, was mit mir geschieht. Ich hasse dich, Mörder. Dafür wirst du bezahlen. Du hast ihn mir genommen. Oh. Ich werde dir nie verzeihen. Ich werde dir nie verzeihen, was du mir genommen hast. Monster, dreckiger Dämon und so weiter und so fort. Und es tut ihm immer noch leid. Es wiederholt sich. Okay. Traue keiner alten Frau. Ich habe gerade gesehen, wir haben schon 12 Schwertsteine, beziehungsweise jetzt 13. Da kann man bald wieder was Nettes skillen. Das finde ich sehr, sehr gut. Oh, voll daneben. Zerbrechender Blitz, was war das nochmal? Wow, was sammeln wir da auf? Oh, das Schwert sieht cool aus. Also, es hört sich cool an. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht. 172, wow, und 2 Schattensteinplätze. 2 Plätze für die Schattensteine. Diese Waffe wird verbessert. Ja, das tun wir ganz, ganz schnell, wenn wir einen Alchemieladen finden. Ich habe aber auch gerade, habe ich das gerade richtig gesehen? Man könnte das hier auch wieder verbessern. Die Max-Stufe ist erreicht. Interessant. Interessant. Also die Max-Stufe ist wieder weiter verschoben worden. Es war ja auf Max, das ist mir damals schon aufgefallen. Aber ich weiß nicht, woran es gebunden ist. An die Dämonen-Rangstufe oder wenn man es öfters benutzt. Das weiß ich nicht so ganz. Aber dann würde ich sagen, wir nehmen das hier einfach. Selten. Ausgefallen. Selten. Steht selten. Gewöhnlich. Selten. Okay, dann nehmen wir das erst recht. Schwert im Jenseits geschmiedet und mit dem Toten verbunden. Erhöht Heilung außer Räucherstäbchen. Ah, okay. Mit Energie, die die Gesundheit des Trägers erhöht. Ah, okay, okay. Nice. Wir sind schon Level 35. Hoppala, jetzt geht auch noch mein Handy. Noch ein Ereignis. Ereignis über Ereignisse. Da ist ein Kind.
世界渡りするぞ。変化を見逃さないことね。 Linne. Oh, Linne. Oi. Hey, geht es dir gut? Dore? Oh, tut mir leid, ich kann nichts sehen. Oh, hast du den ganzen Weg bis hierhin alleine zurückgelegt? Ich war bis zu meiner Genesung im Krankenhaus in der Stadt. Sie sagten, ich könnte nur nach Hause zurückkehren, also habe ich auf meinen Vater gewartet. Aber er kam nicht, ich warte schon seit Tagen. Er arbeitet sehr viel, um uns durchzubringen. Bestimmt kann er deswegen nicht kommen, um mich abzuholen. Also habe ich beschlossen, alleine nach Hause zu finden. Du weißt schon, um ihn zu überraschen. Soka. Verstehe. Nur diese Straße ist zu gefährlich, um alleine zu reisen. Ich werde dir helfen, ein Dorf zu finden. Wirklich? Ah. Klar. Arigato. Vielen Dank, du bist wirklich nett. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. No. Wie heißt du überhaupt? Watashi. Yuto. Yuto. Okay, Yuto. Also I wird wie O ausgesprochen. Yuti, Yuto. Und du? Oh, ja. Kagashi. Die Musik ist schon wieder so laut. Ich heiße Kagashi. Nee. Du klingst eher wie ein Kashi. Darf ich dich Kashi nennen? Oh. Klar, kein Nein. Problem. Prima. Ja, wunderbar. Wunderbar, Yuti. Ich muss mal kurz was gucken. Ich hab da schon so weit runter gepackt. Erstmal hier lang gehen, gucken, was hier ist. Ein Speicherpunkt, wie gut. Okay. Okay. Oh. Halt. Kann ich einfach in die Stadt zurück? Okay. Ja, dann machen wir das jetzt eben. Wenn das geht, dann nehme ich das mit. Einen Moment. Oh. Heißer, öliger Kaffee. So. Ja. Ich habe gerade die Vorbereitung für meine nächste Formel angeschlossen. Die Waffen und so. Ja. Verwandeln, Waffen aufwerten. Ich glaube, das ist zu weit. Boah, das sind aber ganz schön viele. 98 von 2000. Was haben die sich denn vorgestellt, wie lange man hier farmt? What? Nee, das will ich nicht. Da. Du bist mein neuer Liebling, glaube ich. Der gibt nur plus 2. Oh, ist schon Max? Okay. Okay, Schattensteine ausrüsten. Erhöht den Grundangriff. Okay. Aber Grundangriff plus, das glaube ich besser. Ergibt Sinn, oder? Lichtangriff, erhöht die Fertigkeitsangriffe, der RT zugewiesen ist. Okay. Erhöht den Angriff, allerdings wird Schaden beim Angreifen erlitten. Ah, nee, das will ich nicht. Kraft von Angriffen basierend darauf erhöht, wie oft eine Fertigkeit ausgelöst wird. Aha. Oh. Wisst ihr was? Das nehme ich einfach mal. Einfach Grundangriff hoch. Und den, also Grundangriff plus.
Was war das hier nochmal? Gewährt geringe Chance, Angriffe zu vereiteln. Lässt den Träger für den Gegner schwerer zu erkennen sein. Ah, das war dieser. Wir haben nur einen legendären Stein. Sehe ich das richtig? Das ist aber ermüdend. Okay, nehmen wir mal die Crit-Chance. Plus. Könnte ich den jetzt nochmal nehmen? Nee, okay. Und den Grundangriff plus. Einfach weil ich eh mit ihr sehr oft den normalen Angriff mache. Ja, warum nicht? Sehr gut. Verwandeln. Das habe ich bis heute noch nicht kapiert. Schlechter. Und da muss ich Sachen finden, die genauso viel wiegen. Aber will ich die dafür verschwenden? Ich glaube nicht. Deswegen. Oh. Okay. Ah, jetzt muss ich sie noch ausrüsten. Einrasten, raus, raus. Warum? Ah ne, nur die ist wahrscheinlich gelb, weil wir sie ausgerüstet haben. Halt, jetzt kann ich sie wieder aufwerten? What? Okay. Okay, einrasten. Ah ne, jetzt ist es Max. Ah, okay, ich wollte schon sagen. 190 und das wäre 173. Ja, und die paar Leben mehr brauchen wir nicht, wenn wir Schaden machen. Okay. Sehr gut. So, jetzt ist die Frage, wo war das? Wo war ich gerade? War das hier? Mist. Nee. Das, ja, hier. Okay. Dann wollen wir mal. Guck gerade, oh. Oh, das sind neue Gegner. Oh, mit Crit ist das sehr schön, sehr schön. Easy. Oh, neues Monster. Wie kommen wir denn zu dieser Ehre? Aua. Albion. Die ist einfach so stark, wir brauchen einfach keinen anderen Dämonen mehr. Das ist einfach übertrieben zu stark. Wie oft sie jetzt auch crittet. Ah, geil. Da können wir ja einfach so durchlaufen, ohne trainieren zu müssen. Das finde ich sehr gut. Also im Moment. Und wenn es dann wieder so weit ist, trainieren wir einfach. Brauchst du eine Pause? Gehe ich zu langsam? Ja. Nein, das meinte ich nicht. Ich will nur nicht, dass du wieder ins Krankenhaus landest. Im Krankenhaus landest. Danke, Kakashi. No. Kashi. Du bist ja höflich für ein Kind. Die meisten Kinder gehen wieder Worte. Hm, meinst du? Würdest du wirklich mit so einem Kind Zeit verbringen wollen? Ja. Es macht mir nichts aus. Ich bin es gewohnt. Warum das? Hattest du einen Bruder oder eine Schwester? So, ne? Ja, man könnte sie so nennen. Sie war sehr gut darin, meine Schutzmauern zu durchbrechen. Dann werde ich aufhören, so nett zu sein. Das ist nicht die ganze Reaktion, auf die ich gehofft hatte, aber klar, mach nur. Du bist lustig. Okay, jetzt fühle ich mich besser. Lass uns gehen, Kashi. Kashi. Oder Kasho. Ich speichere einfach. Auch wenn ich weiß, wir schaffen alles ohne Probleme, speichere ich trotzdem vorsichtshalber mal ab. Ne? Man kann ja nie wissen. Und noch ein Schwertstein. Oh, oh. Wenn man davon spricht. Oh, oh nein. Oh, oh, oh nein. Gegenstände. Oh, wir haben jetzt, glaube ich, gerade einen legendären Schattenstein wieder gefunden.
Jawohl. Erhöht den Grundangriff, vereinfacht das Erlangen von Verbundenheit. Geil. Geilerei, die Fetze, der Fetzerich. Sehr cool. Wie viel EP geben die? Wow, das ging ganz schön schnell. Uns kann nichts mehr aufhalten. Wir brauchen nur noch den Grundangriff. Aber wie immer, diese Attacke finde ich halt so OP. Die ist so stark. Die ist, ich glaube, die hätten sie nicht einfügen können, die Attacke. Wir kommen ziemlich zügig durch. Also, eigentlich brauche ich nicht speichern. Komm, wozu speichere ich das? Immer wenn ich so einen scheiß Speicherpunkt sehe, muss ich speichern. Ich finde das so geil, wie sie das betont, die Attacke. Feier ich total. Was ist denn los? Bleib stehen, ich bin erschöpft. Wollen wir reden? Passt schon, lass uns ausruhen. Ich werde das an meinem Vater ausprobieren, wenn ich nach Hause komme. Erzähl ihm lieber nicht, dass du das von mir gelernt hast. Mal sehen, vielleicht tue ich das. Oder auch nicht. Was wirst du tun, wenn ich es ihm sage? Dann werden wir beide angeschrien, weil ich dir schlechte Manieren beigebracht habe. Mein Vater würde nicht schreien oder böse werden. Er ist ein lieber Mensch. Ach ja? Nun, er ist lieb zu mir. Nur zu dir? Wenn er rausgeht, ist er ein wenig beängstigend. Er schreit die Leute oft an. Das klingt nicht gut. Ach, mach dir keine Sorgen, Kashi. Er wird dich nicht anschreien. Ich werde ihm sagen, dass er das nicht darf. Du wirst mich also vor ihm beschützen, hm? Was war das? Was ist los? Keine Sorge, sei einfach kurz still. Ui! Da kommt wieder die Fairy Tale-Mücke. Die Wildhexe. Oh, vergiftet. Oh, wow, 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 wow. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, die hält viel aus. Gebe zu, ich habe sie unterschätzt. Aber wir heilen uns einfach mit den Angriffen wieder auf. Und das ist einfach sehr cool. Ach, wir sind viel zu stark. Das, selbst wenn sie uns trifft. Und noch einen Schwertstein bekommen. Wir können im Gift stehen bleiben, ja. Das ist schon ein bisschen zu einfach jetzt. Also am Anfang war es schwieriger, aber seit sie so aufgepowert ist, ist es echt gar kein Problem mehr. Man braucht echt keine anderen Dämonen mehr. Aber wahrscheinlich, wenn man den ganz schwierigen Schwierigkeitsgrad spielt. Eventuell. Was ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen kann. Nee. Kashi, bist du hier? Ist alles in Ordnung? Ah. Ja, ich bin hier. So. Wir sollten weitergehen. Okay, ich bin bereit. Sind wir fast da? Das sind wir, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten, meinen Vater zu sehen.
rennt weg. Vor allen Dingen das Schwert, das macht die Heilung stärker. Das heißt, normal haben wir irgendwie mit 17 Leben wiederbekommen zwischendurch. Jetzt ging mit 33. Das macht einfach so viel aus. Okay, die geben anscheinend auch viel IP oder der Bosskampf, der hat wahrscheinlich auch gerade viel gegeben. Wir haben jetzt einfach 2 Level gemacht in 25 Minuten und davon war auch noch viel Story dazwischen. Diesmal habe ich ihn nicht angesprochen, also den Speicherstand. Hallo? Also, was meinst du, Kashi? Ziemlich schönes Dorf, was? Na. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Nun, ich kann es nicht sehen, aber es riecht nach meinem Zuhause. Aber da ist noch ein anderer Geruch, ein seltsamer Geruch. Was ist das nur? Ina. Warte hier, Yuti. Oder Yuto. Ich werde nach deinem Vater suchen. Ja, gute Idee. Ich will ihn überraschen. Mein Zuhause steht am anderen Ende des Dorfes. Ich verstecke mich irgendwo und warte. Bring meinen Vater mit und lass ihn nicht gucken. Psst, sie werden dich finden, wenn wir hier reden. Mein Haus liegt hinten im Dorf. Los. Okay, jetzt speichere ich doch. Wer weiß, was jetzt hier kommt. Oh. Hier sind ein paar Leute tot. Komisch in diesem Spiel. Das passiert ja nicht so oft. Hallo? Bei allen Seelen, was ist hier passiert? Yuti. Wer ist das? Oi. Hey, Yuti. Dunkelhäutiger Junge. Du bist der Nachtteufel. Hey, immer langsam. Komm nicht näher. Du bist der? Schon okay, das ist nur Kashi. Er hat mir geholfen, nach Hause zu kommen. Das ist unmöglich, denn noch Nachtteufel hilft niemandem. Er war es, der das unserem Dorf angetan hat. Der unserem Dorf was angetan hat? Sag es mir, was hat er getan? Kashi, was hast du mit meinem Dorf gemacht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr als du. Hör nicht auf ihn. Ich habe alles gesehen. Ich sah zu, wie er alle tötete. Nein, du lügst. Kashi würde das nicht tun. Nicht wahr, Kashi? Was ist mit meinem Vater? Mein Vater lebt noch, oder? Nein, Yuti. Oder Yuto. Ich habe keine Ahnung. Alle sind tot. Er hat sie alle getötet. Nein. Dein Vater wollte dich gerade abholen. Aber dann griff er an. Ist das wahr, Kashi? Ist es das? Warum? Warum hast du das getan? Warum, Kashi? Warum? Ja, Kashi, bitte, warum? Sag es mir. Warum? Wieso? Warum? Verschwinde von ihr. Lass uns in Ruhe, du Monster. Tarnung. Pass auf Yuti auf. Oder Yuto.
Könnte ich wirklich der Nachtteufel sein? Das kann nicht sein, wir sind so stark und dann wird er da umgehauen. Was soll das denn? Hallo? Maida! Maida! Hat er jetzt Maida gesagt? Maida? Maida. Maida. Na, sieh mal an, wen haben wir denn da? Kushi, ah, der Nachtteufel. Kushi. Nein, nicht du schon wieder. Ich dachte, du wärst jemand anderes. Von allen Menschen musste es gerade du es sein, du sein. Ist dies der schlimmste Tag meines Lebens oder was? Vielleicht. Nicht vielleicht, bestimmt. Wie in aller Welt hast du diesen Sturz ohne einen Kratzer überlebt? Ich glaube, Mayu hat dich zu mir hingezogen. Wer ist Mayula? Ich habe noch keinen einzigen netten Menschen getroffen. Nun, du hast halt kein sehr nettes Leben geführt. Sag mir nur eins. Wenn ich der Nachtteufel bin, welches Jahr haben wir dann? Du erinnerst dich wirklich nicht mehr? Es ist der Beginn einer neuen Ära. Herrscherin Sarah ist gerade gekrönt worden. Herrscherin Sarah? Diejenige, die hingerichtet wurde? Oh mein! Pass auf, was du sagst. Das ist Hochverrat. Jemand könnte dich hören. Warum sagst du so etwas? Es ist also noch vor der Hinrichtung. Und das bedeutet, dass ich in der Zeit zurückgereist und der Nachtteufel geworden bin, bevor er starb. Sieht man doch, er hat doch keine grauen Haare. Na? Geht es dir gut? Das muss wegen dem, was ich in der Zukunft getan habe, passiert sein. Es würde jedenfalls zu lange dauern, es zu erklären. In der Zukunft? Ich muss gestehen, dass du überhaupt nicht so bist, wie ich dich mir vorgestellt hatte. Ich dachte, du wärst nur eine geistesgestörte, mörderische Bestie. Ich werde mir deine Geschichte anhören, wenn du bereit bist, sie zu erzählen. Kushi. Also, das war so. Ich habe deine Tochter sterben lassen. verstehe. Also hat sich seine Seele in zwei Teile gespalten. Der Nachtteufel kann also nicht wiedergeboren werden und das ist der Ursprung seines Hasses. Habe ich das richtig verstanden? Also nahmst du dir dein eigenes Leben, um ihn zu retten und nun wurdest du in der Vergangenheit wiedergeboren, genau als du kurz vor dem Tode warst. Das klingt ehrlich gesagt verrückt. Und ich habe absolut keinen Beweis für meine Geschichte. Aber wenn das, was du sagst, wahr ist, dann hast du keinen Grund, mich anzulügen. In Ordnung, du hast mich überzeugt. So einfach geht das. Du hast dich kein bisschen verändert, Kushi. Was soll das denn heißen? Nun, wie auch immer. Hör zu. Sag diesen Namen noch einmal. Welchen Namen? Maila. Sag schon, ich werde es niemandem verraten. Hanusa. Den Namen, den du vorhin gesagt hast. Maila. Richtig? Das war der Name einer Figur in einem Bilderbuch, das ich als Kind liebte. Sie war die Hauptfigur und am Ende des Buches bedankte sie sich immer bei mir, also dem Leser, der ihre Geschichte gelesen hatte. Das bedeutete mir damals die Welt. So sehr, dass ich einen Entschluss fasste. Wenn ich jemals heiraten und eine Tochter bekommen würde, würde sie Mario heißen. Ach ja, du kennst sie, stimmt's? Mayura, meinte ich. Oh ja, da war ja was. Also, ich habe vielleicht deine Tochter wieder sterben lassen. Das tue ich. Sie ist deine Tochter. Meine Tochter? Mein zukünftiges Ich. Ich muss der glücklichste Mann der Welt sein. Ja, das ist er wirklich. Diana! Ich wusste es. Puh, das gibt mir ein besseres Gefühl. Wir sollten losgehen. Hanusa.
Aber lass mich nur Folgendes loswerden. Und denk daran, dass ich nicht genau weiß, was los ist. Aber wir werden nichts erreichen, wenn du nicht mehr darüber in Erfahrung bringst, was mit dir los ist. Das ist wichtiger, als zu versuchen, Theorien darüber aufzustellen, wie das alles passiert ist. Und ich rede nicht von dir als dem Nachtteufel. Ich meine dich als Person. Verstehst du, was ich sagen will? Sogar. Ja, vielleicht hast du recht. Ah. Beginnen am besten mit allem, woran du dich erinnern kannst. Falls du dich nicht mehr erinnern kannst, such weiter. Jetzt geh schon. Okay. Und lass dich nicht erwischen, bis du es herausgefunden hast. Arigato. Arigato. Eine Tochter. Wo bin ich jetzt wieder? Sichtdieb gefunden. Wo? Ach, er ist ein Sichtdieb. Oh, die halten mehr aus. Schon wieder ein Schwertstein. Ach, wir haben ja diesen tollen Skill. Umso mehr Schwertsteine wir haben, umso stärker wird sie. Aber ich weiß gerade nicht, wohin. Oh, hier ist aber schwarzer Rand. Ey! Einmal kurz. Ich hab auch. Ach, 289.000 haben wir schon. Was? Waren wir nicht irgendwann mal bei 35.000 noch bei Level 27 oder so? Boah, okay, jetzt brauchen wir wohl viel. Aber ich will mal gucken, wie viel da jetzt so ist. Ah, okay. Dauert doch, dann leveln wir hier nicht. Ich weiß aber echt nicht, wo lang. Sollen wir doch hier lang gehen? Halt, hier gehen wir wieder zurück. Wie kann ich nochmal die Karte öffnen? Ja, dann gehen wir mal. Hä? Warum ist denn das hier wieder zu? Wir sind doch hier schon einmal lang gegangen, oder? Ja doch. Ich denke, wir sind hier soweit fertig. Wir gehen einfach mal auf die Weltkarte. Na, zurück zum Dorf. Ob da eine Quest ist, eine Nebenquest? Ach, egal. Dann nehmen wir mal die Schnell... Oder einen Moment. Nee, dann nehmen wir erstmal die Schnellreise. Weltkarte. So, wohin muss ich jetzt? Ah, da blinkt doch was. Der ewige Garten. Okay. これが私の全て。立てぬものはない。まずい。 Wow! Uiuiui. Woher kommen sie denn? Aua! Yarzo! Anata no jutsu wa owaraseru.
Noch ein Schwertstein. Oh. Aha. Eine Erinnerung. Nee. Soju. Wow, wie hast du von diesem Weg erfahren? Hayaku. Wen interessiert's? Beeil dich. Sonst sieht uns doch jemand. Wir müssen dich weit weg von hier bringen. Warum muss ich hier weg? Wenn du hier bleibst, dann... Oh, oh. Was ist hier los? Lin? Nee. Werde ich dich wiedersehen? Das wirst du, versprochen. Also lass dich nicht umbringen. Oi. Unser Befehl lautet, ihn zu töten, also los. Aber er ist doch noch ein Kind. Er kann nur ein Kind der Herrscherfamilie auf dem Thron. Er kann nur ein Kind der Herrscherfamilie auf dem Thron sitzen. Ach, es kann nicht er. Es. Entschuldigung. Das sind die Regeln. Aber müssen wir ihn wirklich töten? Willst du einen direkten Befehl des Ministers zuwiderhandeln? Er hat eben Pech. Er wird dann halt im nächsten Leben Herrscher. Bete für seine Seele, wenn du magst. So, dann. Also gut, bringen wir es hinter uns. Oh Mann. Ikimashou. Komm, Lady Sarah oder Sarah. Es ist Zeit. Sa. Es ist Zeit für dich zu gehen, Soju. Doko-e? Wohin gehen wir? Sore wa... An einem schönen und friedlichen Ort. Nee. Was ist denn los? Warum stehst du nur da rum? Hä? Ha? Was tust du? Semite. Bitte wehre dich nicht, das macht es nur noch schlimmer. Nani wo? Ich verstehe nicht. Tut mir leid, Junge. Oh oh. Ah. Was tust du? Sarah, ich muss Sarah finden. War das ein Blick in Sujus Vergangenheit, bevor er zum Nachtteufel wurde? Was willst du mir damit sagen? Willst du, dass ich deine Schritte zurückverfolge? Naja, das war klar, dass wir das jetzt machen müssen. Oh, das ging schnell. Okay, dann jetzt zum Minobu-Plotz. Kaka. Hey. Oi. Hast du die Neuigkeiten gehört? Unser Mann hat sich umbringen lassen. Von dem Jungen, richtig? Nandemo. Ja, er stach mit einem Messer auf ihn ein. Und dabei sieht er so unschuldig aus, man kann nie wissen. Heutzutage kann man niemandem mehr trauen. Ja klar, er wollte ihn ja nur umbringen. Das war ja keine Selbstverteidigung oder so. Nase. Warum bist du zurückgekehrt? Doka. Tut mir leid. Wer von euch beiden nicht den Thron besteigt, sollte hingerichtet werden. Er sollte ein Opfer zur Feier der Thronbesteigung werden.
Ich weiß, dass weder du noch Server das wollen. Ich kann gut verstehen, wenn du uns für unsere Taten hasst. Itzka. Nähre diesen Hass und nutze ihn, um dieses Reich dem Erdbogen gleichzumachen. Toka. Bis dahin musst du deinen eigenen Weg finden. Überlebe. Soweit sie wissen, bist du auf der Flucht in dem Fluss gefallen und ertrunken. Niemand wird das in Frage stellen. Aber... Nigete kudasai. Nicht weit von hier gibt es ein Dorf, das ausgestoßene Dorf der Ausgestoßenen. Hat auch noch den Namen. Dort kannst du unentdeckt unterkommen. Denk daran, dass du überleben musst. Los, Beeilung. Er hat ihn dem Floh ins Ohr gesetzt. Eine jämmerliche Blutwache hat gesagt, du musst hier alle nachher rächen und töten und so. Jetzt müssen wir gleich wieder hier hin wahrscheinlich. Ja. Okay. Jetzt hat er mich nicht sofort zurückgeportet, wie blöd. Wo war das nochmal? Wer bist du denn? An deiner Stelle würde ich das Dorf nicht verlassen. Es ist der letzte Ort, den wir unser Zuhause nennen können. Okay. Oh. Ich war einst Historikerin. Mein Fachgebiet war das Zeitalter der Magie. Ich war also viel in den alten Ruinen unterwegs, bevor die Gefallenen mich getötet haben. Die Gegenstände zu untersuchen, den ich in meinen letzten Stunden gesucht habe, würde mir dabei helfen, ein uraltes Rätsel zu lösen. Aber es ist keine leichte Aufgabe. Willst du wissen, was das für ein Gegenstand, was für ein Gegenstand es ist? Eine Waffe aus dem Zeitalter der Magie. Wo? Oh, das muss es sein. Ich verstehe. Das kommt hierhin und so funktioniert es dann, hä? Jetzt ist alles herausgefunden. Dank dir muss ich keine Gefallene werden. Das haben wir gefunden, ohne dass ich es weiß. Kriege ich jetzt ein Schwert? Warum meinte die Arche? Egal, naja, immerhin ein Universalstein. Gut, so geht das auch natürlich. Igitt, nicht du. Was? Hallo. Ah, tut mir leid, es tut mir so leid. Warte mal, du bist keiner von ihnen. Was hast du angestellt? Ich habe versucht, die Sachen zu stehlen, die sie Leuten in Raubüberfällen abgeknüpft haben. Ich wollte sie verkaufen, um etwas zu essen zu bekommen. Das war alles, ehrlich, das war alles. Aber diese Kerle hören einfach nicht auf, mich zu verfolgen. Sag ihnen einfach, dass du mich nicht gesehen hast, okay? Hey, du da drüben, hast du noch so einen Rotzbengel hier langkommen sehen? Ja, gleich da. Bist du sicher? Bist du sicher, dass du dir sicher bist? Du siehst mir wie ein aufrichtiges Bürschchen aus. Dein Gesicht ist zu ehrlich zum Lügen. Hey!
Hey, schnapp sie dir. Beide und wirf sie in die Grube. Was? Wir haben. Mehr Kinder können wir immer gebrauchen. Reg dich dort unten ab, bis wir dich brauchen. Ich will nach Hause. Na. Hast du überhaupt ein Zuhause? Es wurde niedergebrannt. So. Was ist mit deiner Familie? Die ist auch so weg. Weine nicht. Tränen kosten Kraft, sie machen dich schwach. Ich werde nicht länger schwach sein, ich werde überleben. Was ist mit dir? Wozu denn? Glaubst du, dass Leute wie wir jemals glücklich sein können? Ich weiß es nicht, aber ich will lange genug am Leben bleiben, um es herauszufinden. Gut, dann werde ich auch nicht weinen. Ich werde stark sein. Mein Name ist Sujo und deiner? Ikoko. Schön, dich kennenzulernen. Ebenso. Okay. Aber Sojo, wenn wir hier bleiben, werden wir sterben. Was ist das für eine Stimme? Wo kommt sie her? Nando. Ah. Wer bist du denn? Du kannst mich sehen? Beantworte meine Frage. Ich bin hier gestorben. Du bist tot? Erzähl keinen Blödsinn, du siehst lebendig aus. Nun, das bin ich aber nicht. Du bist einfach rübergegangen. Obwohl du noch am Leben bist. Rübergegangen, wohin? An dem Ort, an den alle Seelen gehen. Das Jenseits. Du kannst mich hören und durch den Schleier gehen. Das ist ungewöhnlich, jedenfalls für die Lebenden. Ich dachte, die Leute wären nach ihrem Tod wiedergeboren. Frag mich nicht, das habe ich auch gedacht. Aber hier bin ich nun. Ich frage mich, warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer noch wütend bin. Worüber? Ich wurde ausgetrickst und hier in die Grube geworfen und dann bin ich gestorben. Die mir das angetan haben sollen, leiden. Na gut. Soju, ist alles in Ordnung? Ja. Keine Sorge, mir geht's gut. Na. Lebst du noch, Ikoko? Ich bin hungrig. Ah, Fleisch. Huch, schon gut, das bist nur du. Ja, ich glaube, so endet es auch. Ui. Hey. Na. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie lecker Steine aussehen? Ui. Hey. Schrei nicht so, ich versuche zu schlafen. Kann ich noch? Hey, bleib bei mir. Vielleicht kann er sich nicht bewegen. Lass mich einfach sterben. Nein, das darfst du nicht. Du hast mir versprochen, dass du überleben wirst. Ich will leben, aber sterben erscheint mir so einfach. Alles egal. Ich kann mich nicht einmal mehr bewegen. Halte durch, Ikoko. Ich werde uns hier auch rausbringen. Hm.
Was muss ich machen? Ah. Zack. Ah. Wie erbärmlich. Ah. Ah. Keuch. Sa. Ist. Wir werden das überstehen. Also gut, geht's. Oder was? Genug gewartet, wir verschwinden jetzt von hier. Bist du bereit, Ikuko? Mm. Ja, wir können es versuchen. Wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Der kommt direkt den nächsten. Und wieder rein mit euch. Du hast die Grube überlebt. Beeindruckend. Willst du diese Belger wirklich in unsere Bande aufnehmen? Warum nicht? Wir waren einmal genau wie sie. Wir sind Diebe. Wir bestehlen andere. Wir nehmen ihnen ihren Besitz weg. Und falls sie sich wehren, zuckt mit den Schultern. Zuckt mit den Schultern. Folgt mir, dann bringe ich euch bei, wie ihr zurechtkommt. Erste Lektion, tue alles, um zu überleben. Ma. Tötet ihr etwa? Sonome. Hey, das sind die Augen eines Mörders. Du hast Potenzial, Junge. Ich schwor, dass ich nie aufgeben würde. Ich werde es tun. Ich werde mich euch anschließen. Was sagst du dazu, Ikoku? Ich will kein Mörder werden. Ui. Da hast du deinen ersten Job, Junge. Deine Beute ist in diesen Wäldern. Oh Mann, Alter. Hä? Ike. Geh. Yeah. Ernsthaft? Das nächste Kapitel gehen wir aber in der nächsten Folge an. Es soll ja ein bisschen spannend bleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis demnächst. Jetzt kriege ich gerade Schluck auf. Darum muss ich schnell Tschüss sagen. Tschüss. Zu spät. Macht's gut.